So, Monitor Your Analyse. Ja, wir kommen erstmal zu einem Update und zwar meine Gesundheit. Es wird ja viel immer trotzdem noch gefragt. Genau, was ich euch jetzt Neues berichten zu kann, kommen wir gleich zu. Also wie gesagt, mein Asthma-Bronchiale, was ich habe, wisst ihr ja, habe ich ja, bleibt ja mein Leben lang, habe ich auch schon seit meiner Geburt. So, seit Kind habe ich ja wie gesagt auch meine Fußverstellung und so weiter. Dann habe ich meine Hand, ja, wie ihr wisst, Sehnscheinentzündung. Eben halt die chronisch ist, wo ich zwei OPs hatte. Die linke Hand ist auch leichte Sehnscheinentzündung. Dann bin ich ja jetzt ganz neu Hörgeräteträgerin. Ich trage Hörgeräte seit 2020. So leicht Schwerhörigkeit. Ja, das wisst ihr auch von mir, genau. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ihr wisst ja, ich habe mal im Livestream schon immer erwähnt, dass ich immer so starke Kopfschmerzen habe. Die habe ich immer noch sehr stark. Dann mal die Grenze. Ich denke mal, dass sie weggehen. Leider wurde bei mir festgestellt, dass ich im Kopf, ja, eine Zyste im Kopf wohl habe. Laut Arzt soll es nicht schlimm sein. Ich war auch erstmal geschockt und alles. Ja, möchte auf diesem Weg euch eben halt mitnehmen, dass ihr jetzt eben halt Bescheid wisst, dass auf jeden Fall jetzt so Gesundheit so ein Update ist hier mit, dass ich euch sage, ich hab eine, ja, dass ich jetzt halt eine Zyste im Kopf habe. Wenn ihr fragen wollt, könnt ihr eben halt gerne fragen. Genau, wisst ihr Bescheid, dass auch manchmal, warum auch nicht so wirklich Livestreams manchmal kommen oder nur Videos. Je nachdem, wie es mir halt geht. Klar, ich habe meine Kopfschmerzen eben halt leider wirklich jeden Tag. Mal richtig stark, mal geht so. Ich glaube nicht, dass man mal was machen kann. Entschuldigung, geht gleich. Genau, dass man auch mal nichts machen kann. Wie gesagt, eben halt, ja, es ist schon blöd. Aber weil eben halt viel gefragt wird, manchmal mal in Livestream oder ab und zu mal gefragt wird. Genau, erkläre ich das eben euch halt gerne nochmal. Ihr könnt gerne unter dem Video auch gerne kommentieren, auch Fragen stellen. Ich beantworte sie, weil ich die beantworten kann. Genau, und wünsche euch hiermit erstmal, ja, einen schönen Donnerstag, wie gesagt. Und ja, man macht was Besseres raus. Bis dann. Ciao, ciao.